like factories. I'm going to date myself. I remember it was like it was the Congress around 1990 or 1991 or so, where I was sitting together with some people who came over to the States to visit the CCC Congress, and we were kind of riffing on how great the internet is going to make the world. You know, how it's going to bring world peace and truth will rule and everything like that. Boy, were we naive. Ja, willkommen zu der deutschen Übersetzung des Talks in den Fabriken für falsche Likes, live vom 36. Chaos Communication Congress in Leipzig. Ihr hört den Talk in der deutschen Übersetzung von Oliver, Felix und Florian. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen zu unseren Übersetzungen, bevorzugt mit dem Hashtag C3T. Ja, herzlich willkommen Svea, Dennis und Philipp für diesen Tag. Ja, willkommen zu unserem Talk in den Fabriken für gefälschte Likes. Ich bin, mein Name ist Philipp, ich bin ein Internetaktivist gegen Desinformation und studiere an der Universität Bamberg. Hallo, danke, dass ihr für uns zuhört. Ich bin Svea, ich bin eine investigative Journalistin, meistens Freelance, hauptsächlich für NDR, ARD und ein paar öffentliche Rundfunkanstalten in Deutschland. Ich hatte das Vergnügen mit diesen beiden, was für mich ein journalistisches Projekt war und für sie ein wissenschaftliches Projekt. Hallo, ich bin Dennis, ich bin ein Doktorand an der Ruhr-Universität Bochum und arbeite als ein Assistent an dem Lehrstuhl für Systemsicherheit. Und wir fokussieren uns über Netzwerksicherheit und Internetmessungen. Und ja, und ich und Philipp sind hier für den wissenschaftlichen Teil und Svea ist hier für den journalistischen Teil. Hier ist unsere Übersicht für heute. Zuerst reden wir kurz über unsere Motivation, warum wir in diese Fabriken für gefälschte Likes abgestiegen sind. Dann zeigen wir euch, wie wir auf 90.000 Fake-Likes-Campaigns gekommen sind auf einer Crowdworking-Plattform. Und wir wollen euch zeigen, warum wir glauben, dass es im Moment 10 Milliarden registrierte Facebook-Benutzer gibt. Zuerst möchten wir über den Like-Button reden. Der Like-Button ist auf den sozialen Medien der letztgültige Maßstab dafür, wie gültig etwas ist, wie populär etwas ist, wie vertrauenswürdig es ist. Es zeigt einen ökonomischen Erfolg von Marken an. Und es beeinflusst auch den Facebook-Algorithmus. Wie wir jetzt zeigen werden, können diese Likes sehr einfach gefälscht und manipuliert werden. Das Problem ist, viele Benutzer werden trotzdem diese schlechte Information auf Facebook über die Popularität auf Facebook ziehen sie vor, überhaupt gar keine Informationen. Das ist ein ernstes Problem und es gibt keine wirkliche Lösung dazu. Als erstes reden wir über diese Fabriken und die Arbeiter, die in diesen Fabriken für gefälschte Likes arbeiten. Es ist wohl bekannt, dass es gefälschte Likes gibt und dass man sie kaufen kann, also man darauf sucht, man gefälschte Likes oder so gefälschte Kommentare kriegt, findet man diese Seiten und es gibt welche sehr billig, sehr teuer, kein Unterschied, man kann sie aus verschiedenen Ländern kaufen. Und wenn ihr daran denkt, dann könnt ihr vielleicht sowas denken, an jemanden, der in China, Pakistan oder Indien liegt. Und wenn ihr denkt, dass Computer oder Maschinen, die das tun, dass sie alles gefälscht sind, und ihr denkt auch, dass sie einfach detektiert werden können und dass sie vielleicht gar kein großes Problem sind. Aber es ist nicht immer so. Es kann auch so sein. Ich möchte euch Maria vorstellen, eine Frau in Berlin, und Harald, der in der Nähe von Mönchengladbach wohnt. Maria ist eine Ruheständlerin, sie war früher Polizistin und da
Geld immer knapp ist, klickt sie Facebook-Likes gegen Geld. Sie kriegt einen zwischen 2 und 6 Cent pro Like. Harald war einmal ein Bäcker. Er bekommt jetzt Sozialhilfe und er klickt auch auf Like und kommentiert den ganzen Tag lang. Wir haben sie während unseres Forschungsprojekts getroffen und haben ein paar Interviews über ihre Likes geführt. Eine Plattform, für die sie arbeiten, nur eine von vielen Plattformen, heißt Paid Likes. Die sitzt gar nicht weit von hier in Magdeburg und sie bieten an, dass man Geld damit verdienen kann, dass man auf verschiedenen Plattformen Likes verteilt. Und wie man sieht, wenn man mit seinem Facebook-Account in diese Seiten einloggt, dann bekommt man hier solche empfohlene Kampagnen. Das sind Facebook-Weisen oder Instagram-Pages. Und man kann da durchklicken und sie lesen und dann auf sie liken. Ich habe sie jetzt hier mit diesem blauen Balken überdeckt, aber es gibt viele verschiedene Firmen, die da sind. Lasse ich mich euch ein bisschen mitnehmen auf diese Reise. Das ist Harald, der war es okay, dass wir auch für das Fernsehen bei ihm vorbeikamen und wir haben ein langes Interview mit ihm geführt und wir zeigen euch einen kurzen Ausschnitt aus seinem Leben, wie er da sitzt, den Haushalt macht, wascht und isst und ja, liked. Pizzeria, auch bei Instagram, eine Pizzeria aus dem Münchner Raum, der jetzt irgendwo ein Bild macht von seiner neuesten Pizza-Kreation. Es ist alles Mögliche. Quer durch den Garten, ob das Politiker sind oder Hundezüchtervereine oder Karatevereine. Jetzt muss ich lediglich gefällt mir drücken und schon habe ich Geld verdient. Hey, so kann das sein. Du klickst und schon kriegst du Geld verdient. Wie haben wir ihn getroffen und all die anderen? Nun, Philipp und Dennis haben einen wissenschaftlicheren Zugang dazu. Also es war nicht nur wichtig, zu einem oder zwei zu reden, sondern mit vielen zu reden. Also haben wir eine Facebook-Fanpage gemacht, die heißt eine Linie unter eine Linie, weil wir dachten uns, niemand wird das von alleine liken. Und dann haben wir diesen Post gemacht und wir haben die Kampagne und dann haben wir 220 Leute, also Leute, für die wir bezahlt haben, haben wir 220 Likes gekriegt. Und dann haben wir sie alle angeschrieben und wir haben an allen versucht anzurufen und ein paar waren unterwegs oder haben wenig gemacht, aber viele haben uns Informationen gegeben über ihr Leben als Klickarbeiter. Also Paid Likes sagt, dass sie 30.000 registrierte Benutzer haben und man denkt, sie sind alle mit 10 oder 15 Accounts registriert sind. Nein, die meisten sitzen nicht. Die meisten Arbeiten macht das mit ihrem wirklichen Account. Das macht es sehr schwierig, das herauszufinden. Sie scannen sogar ihre Ausweise, damit die Firma weiß, dass sie echt sind. Und dann bekommen sie Geld. Wir haben Männer gefunden, Frauen, Leute, die von zu Hause arbeiten, nicht arbeiten, Leute mit geringem Einkommen, Rentner, Leute auf Sozialhilfe. Also im Prinzip alle möglichen Leute, kein Bias, keine Verzerrung und die meisten klicken für zwei oder mehr Plattformen. Also wir haben keinen getroffen, der nur für eine Plattform klickt. Die meisten haben mehrere Plattformen, wo sie klicken. Und was sie uns gesagt haben, man kann bis zwischen 15 und 450 Euro im Monat verdienen, wenn man ein Power-Clicker ist, wenn das eine Art Behandlung ist. Ja, aber das sind nur die Arbeiter. Ihr möchtet euch fragen, wer sind die Käufer? Also es gibt zwei Vorteile von dieser Kampagne. Ihr erinnert euch an diese Seite. Ihr seht diese Kampagnen, wo man draufklicken muss,
um ein bisschen Geld zu bekommen. Und durch Zufall, mit Glück, haben wir gesehen, wo links unten im Browser steht, der geht auf die Kampagne, zu der man klicken muss. Und die Kampagnen benutzen eine eigene ID, das ist ein Integer. Und die zählen langsam hoch. Einige von euch werden sicher eine Idee haben, was man damit tun kann. Und damit haben wir einen Crawler gebaut, der sich das angeschaut hat. Und unser Crawler hat die Campaign-IDs zwischen 0 und 90.000 angefragt. Warum 90.000? Wir haben als Clickworker uns angemeldet und wir haben gesehen, dass die höchsten IDs ungefähr 88.000 waren. Also haben wir gedacht, 90.000 ist ein guter Wert. Und wir haben jeden Request gecheckt, ob er sich auflösen lässt oder nicht. Und wenn er sich auflösen ließ, dann hat die neue URL uns gezeigt, wo man draufklicken sollte. Wir haben jetzt nicht die Seitenquelltexte gespeichert, sondern wir haben die URLs gespeichert. Und diese Liste war die Basis für weitere Analyse. Und hier seht ihr unsere Liste. Und mit dieser Liste sind Dennis und Philipp zu uns gekommen und haben gesagt, was könnt ihr finden? Wir haben AfD gesucht. Das war das Erste, was wir gesucht haben. Und natürlich ist AfD auch vertreten. Das ist jetzt nicht so überraschend für einige. Und es ist die AfD Gelsenkirchen. Und dann haben wir die AfD Gelsenkirchen gefragt, habt ihr Likes gekauft? Und dann haben die gesagt, wir wissen nicht, wie wir auf die Liste gekommen sind, aber wir möchten jetzt nicht ausschließen, dass es anonyme Spenden gab. Aber wir haben nicht nur die AfD gefunden, sondern wir haben alle politischen Parteien gefunden, vor allem die lokalen. Wir haben FDP, SPD, die Grünen, die Linke, CDU gehabt. Aber es sind nicht Angela Merkel oder große Seiten gekommen, sondern es sind immer ganz kleine gekommen, mit ein paar hundert oder vielleicht sogar 10.000 Followern gekommen. Und aus unserer Sicht ist das stimmig. Jemand, der ganz viele Fans hat, der würde sowas nicht kaufen. Und dann haben wir viele von denen gefragt. Und die haben es entweder nicht erklären können oder sie würden nie sowas tun. Die waren überfordert damit, was sie sagen sollen. Aber wir haben halt die Kampagnen gesehen. Wir haben nicht gesehen, wer die Likes gekauft hat. Das hätte jeder machen können. Die Mutter, der Bruder, Fans. Wir hätten viel Glück gebraucht, jemanden so anzurufen und dann hätte er sagen können, ja, das habe ich gemacht. Einige Politiker haben zugestimmt, dass sie es gemacht haben. Und einer hat das auch öffentlich gemacht und uns ein Interview gegeben. Sie ist eine Regionalpolitikerin aus Niedersachsen. Und sie war nicht glücklich mit ihrer Fanseite und nach der Wahl war sie nicht so glücklich und da wollte sie sich selber pushen und wollte mehr kriegen und wollte mehr erreichen. Und dann hat sie 500 Follower gekauft und wir haben ein Interview mit ihr gemacht. Jetzt zeige ich es euch. Wenn man sich jetzt sozusagen diese Likes kauft, würden Sie sagen, das ist Betrug? Ich würde nicht sagen, das ist Betrug. Also es ist ja,
Es ist ein Mittel der Kommunikation. Und wer die Fälschung nicht bemerke, dem mangele es an Medienkompetenz. Da ist das Thema Medienkompetenz wirklich gefragt, sich wirklich zu überlegen, kann das denn überhaupt sein? Also ist sozusagen kein Betrug, wenn man Likes kauft. Nochmal, also warum Betrug? Betrug kann es ja nur sein, wenn wir als Gesellschaft sagen, dass das das Maß oder der Maßstab für uns ist, für Beliebtheit. Okay, so you see, answers are pretty. Also ihr habt gesehen, die Antworten sind ziemlich interessant. Und es war sehr couragiert von ihr, dass sie sich so geäußert hat. Andere haben sich am Telefon geäußert, aber die wollten sich nicht öffentlich darstellen lassen. Aber die antworten natürlich, dass es kein Betrug ist. Aus rechtlicher Sicht ist es schwer zu zeigen, dass das ein Betrug ist. Es ist eher unethisch. Es ist manipulativ. Wir haben jemanden vom Bundestag von der FDP gefunden, aber der ist weggerannt und wollte kein Interview. Deswegen konnte ich ihn nicht zeigen. Der war 40 Mal in der Liste für verschiedene Posts und Videos und für seinen Instagram. Aber wir haben ihn nicht dokumentieren können. Was haben andere gesagt? Wir haben natürlich die Firmen damit konfrontiert. Die haben gesagt, wir wollen sowas nicht auf unseren Plattformen. Aber die Firmen sind seit 2012 aktiv. Und Facebook hat jetzt Paid Likes geblockt. Und Paid Likes haben wir gefragt in Magdeburg. Die haben gesagt, das ist kein Betrug. Ja, die Clickworker, die klicken da aus freien Stücken drauf. Aber Paid Likes ist natürlich nur die Spitze vom Eisberg. Wir wollten auch in dieses Konsortium eintauchen, außerhalb von Paid Likes. Also haben wir eine Analyse gemacht über Account-Kreierung auf Facebook. Was Facebook sagt über die Erstellung von Accounts, ist, dass sie sehr effektiv dabei sind, Fake-Accounts zu detektieren. Sie sagen, sie entfernen jedes Jahr Milliarden von Accounts und dass alle diese Accounts niemals Aktionen ausüben, bevor sie reportet und entfernt werden. Das heißt, Facebook sagt, sie haben das alles unter Kontrolle. Jedoch gibt es eine ganze Anzahl von Reporten, die anderes nahelegen. Zum Beispiel NATO Stratcom Task Force hat einen Report ausgegeben, in dem 54.000 Social Media Interaktionen fast ohne Probleme gekauft wurden mit 300 Euro. Das ist ein relativ geringer Preis und wir können uns kaum vorstellen, dass, wenn es so schwierig wäre, diese Interaktion zu kaufen, so viele gekauft werden könnten. 3.530 Kommentare, 25.000 Likes, 20.000 Views und 5.100 Follower. You know the thing they have in common? They are cheap, the fake likes and the fake interactions. Und was haben die Fake Likes und die Interaktionen gemeinsam? Die sind beide billig. Es gab auch einen anderen Report von Vice Germany, die sich über interessante Fakten über automatisierte Fake-Accounts konzentriert haben. Sie glauben, dass Leute Hack-Devices, also gehackte Endgeräte, benutzen, um dort über Proxys Interaktionen und Likes ablegen. Das heißt, eine interessante Betrachtungsweise wäre, was, wenn euer Kühlschrank die Likes auf Facebook gibt?
Wir wollten das auch betrachten und wollten einen Schritt weiter gehen. Wir wollten herausfinden, wer sind diese Leute? Was tun sie auf Facebook? Wir haben also die Profile dieser Purchased Likes untersucht. Dafür haben wir 4 Kommentare unter zufällige Posts gesetzt und haben für diese Posts Likes gekauft und haben dann die Profile der Likes, die auf diese Posts gesetzt wurden, untersucht. Es war ziemlich billig, diese Likes zu kaufen. Comment Likes sind meistens etwas teurer als normale Likes. Die unteren Angebote haben wir alle auf Google gefunden und haben mit PayPal bezahlt. Wir haben einen ziemlich netten Trick benutzt, um das Alter dieser Fake-Accounts zu bestimmen. Wie Sie hier sehen können, ist die User-ID auf Facebook, die stets inkrementiert wird, die weiter hochgezählt wird. Seit 2009 werden diese IDs immer weiter hochgezählt, im Muster 1000 und dann die inkrementierte Zahl. Und wie Sie sehen können, war diese inkrementierte Zahl relativ nahe an 0 heran und nun ist sie bereits bei 4 Milliarden. Und innerhalb dieser Zeitperiode können Sie sehen, dass man eine recht gute Fit-Linie durch diese Punkte ziehen kann. Und das Alter von bekannten Daten in diesem Graph entspricht also dieser ID relativ gut. Und anhand dieser Regressionslinie haben wir das Alter der Fake-Accounts geschätzt. Man sieht also, dass wir von verschiedenen Services und verschiedenen Diensten unterschiedliche Account-Alter haben. Manche Accounts haben relativ alte Accounts. Und das wissen wir, weil wir haben mit den Leuten geredet, mit den Diensten. Like Service A hier benutzt relativ alte und vertrauenswürdige Accounts, während Dienst B relativ neue Accounts verwendet. Wenn man sich diese Accounts also alle anguckt, dann kann man annehmen, dass es alles Bots sein könnten. Beim Dienst C ist es nicht ganz klar, sind diese Konten Bots, sind das Clickworker, vielleicht ist es eine Mischung von beiden. Wir sind uns nicht ganz sicher. Es ist jedoch eine interessantere Metrik, das Alter der Konten zu benutzen, um einzuschätzen, ob die Konten Bots sind, also automatisierte Benutzer oder nicht. Im Beispiel für dieses Gartenmöbel, für diese Gartenmöbelfirma, diese Firma war auf der Liste von Paid Likes, also war auf der Liste von Kunden von Paid Likes und sie ist uns aufgefallen, weil sie 1 Million Likes auf Facebook besitzt, was relativ selten ist für eine Gartenmöbelfirma in Deutschland. Wir haben uns diese Seite angeguckt und haben weitere interessante Dinge festgestellt. Zum Beispiel hat jedes Post der Firma Tausende von Likes bekommen, was auch relativ ungewöhnlich ist für eine solche Gartenmöbelfirma. Wir haben uns also diese Likes genauer angeschaut und es sieht aus, als kämen diese Likes alle aus Südostasien und sehen auch nicht weiter sehr authentisch aus. Wir waren also in der Lage, das Alter dieser Konten einzuschätzen und fanden, dass diese bzw. die meisten der Konten, die für die Likes benutzt werden, in den letzten 3 Jahren erstellt wurden. Also das ist eine Seite, eine Facebook-Seite, wo alles, die Anzahl der Menschen, die diese Seite geliked haben und die Kommentare praktisch komplett von Fake-Bots kreiert wurden. Es ist also erschreckend, dass sowas auf Facebook passieren kann. Und dass das ein relativ großes Problem auf Facebook ist. Und dieser Laden für Gartenmöbel, die haben offenbar nicht so
große Mengen an Geld. Also muss es sehr billig gewesen sein, diese Menge an falschen Accounts zu kaufen. Und es ist wirklich erschreckend zu sehen, wie groß die Skala ist, auf der diese Dinge betrieben werden. Okay, haben wir sagen es, was sagt, wenn Facebook sagt, wir haben das unter Kontrolle, dann müssen wir das bezweifeln. Also jetzt können wir uns das größere Bild angucken. Was wir machen werden, ist, wir werden diesen gleiche Graph benutzen, um die Daten, wann die Accounts angelegt wurden, aber auf eine andere Art und Weise. Wir können in dieser die niedrigsten und den höchste ID von Facebook sehen. Wir wissen, die höchste ID, indem wir einfach einen neuen Account anlegen, und wir kennen die niedrigste ID, das ist einfach null. Und wir wissen einfach, dazwischen sind 40 Milliarden Facebook-IDs. Und dann haben wir einfach gedacht, okay, wir machen ein Sample, wir ziehen eine Stichprobe von diesen 40 Milliarden Facebook-IDs und gucken, ob dieser Account existiert. Wir machen das, weil wir offensichtlich keine 40 Milliarden IDs testen können. Aber wir können eine kleine Stichprobe dieser IDs auf Accounts testen und können dann abschätzen, wie viele Accounts es insgesamt auf Facebook gibt. Also wiederholt die gleiche Stichprobe von 1 Million zufälliger IDs über ein Jahr regelmäßig abgefragt, und wir haben ein größeres Sample von 10 Millionen zufälligen IDs gezogen für genauere Analysen. Ja, und wir haben da, ja, das waren einige interessante Resultate bis jetzt. Also wir haben einen neuen Crawler geschrieben, einen zweiten, um öffentliche Facebook-Account-Daten zu generieren. Das war nicht so einfach wie im ersten Fall. Das ist klar, es ist nicht überraschend, dass Facebook einen ganzen Haufen Maßnahmen benutzt, um automatisches Crawling der Facebook-Seiten zu verhindern, in etwa durch mit Captchas oder in IPs blockiert. Aber wir konnten das relativ einfach umgehen, indem wir das Tor-Anonymitätsnetzwerk benutzten. Jedes Mal, wenn unsere IP geblockt wurde, dann haben wir einfach eine neue Tor-Verbindung aufgemacht und die IP-Adresse geändert, und genauso ähnlich mit dem Captures. Und mit dieser einfachen Methode konnten wir all diese Facebook-Daten, die öffentlichen Facebook-Daten, crawlen. Lass uns an ein paar Examples gucken. Das erste Example ist facebook.com/4. Das ist eine sehr kleine Facebook-ID. Hier werden wir weitergeleitet und gucken uns die Antwort an und finden ein gültiges Account. Weiß jemand, welches Account das ist? Ja, Mark Zuckerberg. Ja, klar, Mark Zuckerberg. Das ist der öffentliche Account von Mark Zuckerberg, Nummer 4 von Facebook. Wir sehen, die anderen IDs sind sehr viel höher, aber er hat die Nummer 4. Das nächste Beispiel ist facebook.com/3. In dem Fall werden wir nicht weitergeleitet, das heißt, es ist ein ungültiges Account. Und das war relativ einfach zu überprüfen mit einer Google-Suche. Das ist ein Test-Account aus dem Anfang von Facebook. Das gibt es nicht, kann man nicht. Mit diesen Beispielen haben wir dann sehr viel mehr Experimente gemacht, und am Ende konnten wir diesen Baum aufbauen, und das zeigt den grundsätzlichen Zugang von unserem Scraper. Sleeping. Ja, jetzt ist der Computer meint, die Vorträge, dann sollten wir eine Pause machen. Okay, alle wachen wieder auf.
Im ersten Schritt rufen wir www.facebook.com/ID ab. Und wenn wir weitergeleitet werden, dann gucken wir, ob die Seite eine Account-Seite ist. Wenn es eine Account-Seite ist, dann ist es ein öffentliches Account, wie das Beispiel 4. Und wir konnten die rohen HTTP-Daten speichern. Wenn es keine Account-Daten ist, dann ist es okay. Es ist kein öffentliches Account und wir können keine Daten dazu speichern. Und wenn wir beim ersten Schritt nicht weitergeleitet werden, dann rufen wir diese zweite URL aus, facebook.com/profile.php und dann ID gleich FIB mit einem mobilen User-Agent. Wenn wir dann weitergeleitet werden, dann ist es wieder ein nicht öffentliches Profil und wir können nichts speichern. Und wenn wir nicht redirekt werden, dann ist es eine ungültige Nummer. Dann ist es meistens ein gelöschtes Account. Das ist der grundsätzliche Aufbau unseres Scrapers und Philipp will jetzt ein paar interessante Resultate vorstellen. Das Interessante ist, dass eine von vier IDs diesem Agent ist, ein gültigen Account entspricht. Ihr könnt die Mathematik machen, da sind 40 Milliarden Facebook-IDs, also muss es 10 Milliarden registrierte Benutzer auf Facebook geben. Und das heißt, es gibt mehr registrierte Benutzer in Facebook, als es Menschen auf der Welt gibt. Und das heißt auch, dass noch schlimmer ist, nicht jeder auf der Erde hat einen Facebook-Account. Also nicht, zum Beispiel, man braucht ein Smartphone dafür und viele Leute haben sowas nicht. Also das ist eine ziemlich hohe Nummer und das ist relativ unerwartet. Und im Juli 2019 waren mehr als 10 Milliarden registrierte Facebook-Accounts. Wir haben eine andere Untersuchung gemacht zwischen Oktober 2018 und diesem Monat und wir haben gefunden, in dieser Zeit sind 2 Milliarden neue Facebook-Accounts registriert worden, in dem Zeitraum von einem Jahr mehr oder weniger. Und die gleichen Zeit ist die Zahl der monatlich aktiven Benutzer nur um 148 Millionen gestiegen. Facebook hat zwischen Oktober 2018 und Juli 2019 150 Millionen Accounts gelöscht. Wir wissen das, weil wir diese gleiche Stichprobe über eine längere Zeit gezogen haben und dann konnten wir aus den Veränderungen abschätzen, dass diese 150 Millionen Accounts insgesamt gelöscht wurden. Ich habe hier ein paar hübsche Grafiken für euch gemacht. Die älteren Accounts, das waren 150 Millionen, sind seit Oktober 2018 gelöscht worden. Diese Accounts sind älter als letztes Jahr. Und Facebook behauptet, dass seitdem über 7 Milliarden Accounts gelöscht worden sind. Das ist sehr viel mehr als diese alten Accounts, die wir sehen. Deshalb glauben wir, dass Facebook hauptsächlich diese neueren Accounts gelöscht hat. Und selbst wenn ein Account älter ist als ein gewisses Alter, ist es sehr unwahrscheinlich, dass es gelöscht wird. Und ihr könnt auch sehen, die Skalen hier, die natürlich registrierte Benutzer sind nicht das gleiche wie aktive Benutzer. Aber ihr könnt sehen, es gibt sehr viel mehr neue Registrierung von neuen Benutzern, als es neue aktive Benutzer gibt im letzten Jahr. Also was bedeutet das alles? Das heißt, Facebook wird mit falschen Accounts überflutet. Wir wissen nicht genau viel, aber wir wissen nur diese Nummern. Was Facebook uns sagt ist, sie zählen nur und veröffentlichen nur aktive Benutzer. Ja, wie ich gesagt hatte, es gibt einen Unterschied zwischen registrierten Benutzern und aktiven Benutzern und Facebook berichtet nur über die aktiven Benutzern. Außerdem besagen sie, Benutzer registrieren Accounts, die sie nicht verifizieren oder benutzen sie nicht
Und das kommt, wie diese Nummer so wie diese Zahl so hoch wird. Aber ich glaube, das erklärt nicht wirklich diese so hohen Nummern, beziehungsweise das sind einfach bei einer Größenordnung mehr als alles, was dieses verursachen könnte. Außerdem behaupten sie, dass sie regulär gefälschte Accounts löschen, aber wir haben gesehen, das sind meistens Accounts, die sofort nach der Anlegung gelöscht werden, und wenn sie lang genug überlegen, dann kommen sie durch. Was heißt denn das jetzt alles? Ja, habt ihr jetzt die komplette Übersicht bekommen, die ich über mehrere Monate zusammengetragen habe, und das, was für uns eine wichtige Erkenntnis war, wir haben hier eine kaputte Metrik. Diese ganzen Likes und diese Herzchen und die folgenden, die können so einfach manipuliert werden. Und es ist so schwierig zu sagen, ob die echt oder unecht sind. Und das öffnet die Möglichkeit von Manipulation. Da kann man Geld verlieren, wenn jemand Geld investiert oder wenn man Werbung schaltet. Und am Schluss geht da das Vertrauen verloren. Wir können diesen Zahlen nicht vertrauen. Die sind so einfach zu manipulieren. Warum sollten wir dem trauen? Und das hat für alle sozialen Netzwerke, in denen man drin ist, die Konsequenz, dass man einfach denen nicht mehr glaubt. Was sind denn die Möglichkeiten? Das erste Problem, was wir haben, ist Clickworker, und das zweite sind Fakes. Die Clickworker sind hyperaktive Benutzer, und die verkaufen ihre Hyperaktivität. Soziale Netzwerke könnten einfach hergehen und könnten den Wert von Leuten, die halt viel klicken, man könnte das einfach weniger gewichten. Das ist ein lösbares Problem. Aber die Authentizität ist ein echtes Problem. Wenn man damit davon gestoppt werden, dass man halt pro Tag mehrere hundert Konten klickt, dann macht man einfach mehr Konten. Und das kann einfach nur durch Authentizität unterbunden werden. Ich muss wissen, dass eine Person ein Konto betreibt, und das ist sehr schwierig zu machen. Facebook weiß nicht, wer klickt. Ist das ein Bot oder ist das ein Clickworker oder ist das ein Clickworker für 10 Konten? Wie funktioniert das? Und die sozialen Netzwerke, die können das gar nicht so richtig hinkriegen. Man kann sagen, man soll den Pass einschicken, aber das ist keine gute Idee, weil keiner seinen Pass an Facebook schicken will. Das ist also ein echt hartes Problem, und das muss gelöst werden, wenn wir soziale Medien in einer sinnvollen Weise benutzen wollen. Das ist was Firmen tun könnten. Was könnt ihr machen? Ihr könnt euer Facebook-Konto löschen, ihr könnt euer Instagram-Konto löschen, ihr könnt einfach von dem Zeug fernbleiben. Aber das ist nicht für alle eine Möglichkeit. Also muss man aufmerksam sein, man muss es weiter erzählen. Und wenn ihr mehr Details habt, dann sind wir sehr offen für eure Zusendung und werden das weiterverfolgen. Und am Schluss sagen wir nochmal Danke an euch alle, dass ihr zugehört habt. Und wir haben das nicht alleine gemacht. Wir sind nicht drei Leute, sondern es sind sehr viele, die hinter uns stehen, die uns in dieser schönen Forschungsarbeit unterstützt haben. Und jetzt sind wir offen für Fragen. Vielen Dank nochmal an Phil und Dennis. Wir haben überall Mikrofone.
9 Stück. Wenn sich das Publikum bitte anstellt, um Fragen zu stellen. Erinnert euch, eine Frage ist ein Satz mit einem Fragezeichen dahinter. Ich glaube, ich sehe da hinten jemanden. Hi, ich habe nur eine kurze Frage. Das Konzept eines Dislike, eines Gefällt-mir-nicht-Knopfes, würde das Problem lösen? Wir haben darüber nachgedacht, dass Facebook den Like-Button insgesamt wegwirft. Das wäre eine bessere Lösung als ein Dislike-Button, weil man Dislike-Button kann man ebenso manipulieren kann oder schlimmer noch, man kann das Netzwerk so manipulieren, dass es gewisse Dinge gar nicht zeigt. Das wäre noch schlimmer. Man stellt sich nur vor, was Diktatoren damit tun würde. Also ich denke, das Beste wäre, die Like-Counts nicht mehr zu zeigen und dass Leute einfach nicht in diese Zahlen investieren. Hallo, also eine Frage, die ich hatte. Wie habt ihr die Kreations, die IDs dem Alter der Konten zugeordnet? So, wir wissen einfach die Daten, an denen gewinnte Accounts angelegt worden sind. Und dann haben wir einfach zwischen den Daten, an denen die angelegt wurden, und den IDs eine Korrelation interpoliert. Ihr seht diese schwarze Linie hier, das ist einfach unsere Interpolationslinie. Und mit dieser Linie können wir dann einfach die Daten von bestimmten Accounts, deren Anlegedaten wir nicht kennen, schätzen. Nachfrage, wisst ihr, warum manche Punkte außerhalb dieser Registrierungslinie liegen? Es gab eine Frage aus dem Internet. Habt ihr die Resultate an Facebook gemeldet? Haben sie irgendwas getan? Weil diese Forschung relativ neu ist, also sind wir erst vor sehr kurzer Zeit auf ihn zugegangen und wir haben eine Antwort bekommen, aber wir haben die Antwort schon gezeigt. Sie sagen, okay, nein, sie zählen und veröffentlichen nur aktive Benutzer. Sie sagen uns nicht, wie viele registrierte Benutzer sie haben, weil sie sagen einfach, ja, manchmal legen Leute Accounts an und benutzen sie nicht. Und sie sagen, dass sie regelmäßig die gefälschten Accounts löschen. Aber wir hoffen, dass wir in Zukunft mehr mit ihnen darüber reden können. Als Sie die Käufer dieser Kampagnen identifiziert haben, haben Sie Ihre eigenen Kampagnen gefunden? Nein, weil Sie haben im August aufgehört, zu scrapen, die Seite von, und das ganze Projekt startet dann damit, dass Sie zu uns mit dieser Liste gekommen sind und dann begann diese ganze journalistische Arbeit. Aber ich glaube, wenn wir es nochmal tun würden, dann würden wir uns dann natürlich drin finden. Wir fanden auch, dass da eine andere Zeitschrift war, die einen bezahlten Like-Test gemacht haben und wir haben deren Kampagne getan. Wir haben auch einen anderen Test gemacht und kriegten wir auch diese ID und es hat damit funktioniert, sie in diese URL reinzumachen und dann sind wir auch zu unserer eigenen Seite weitergeleitet worden. Hi, I'm Farhan, ein pakistanischer Journalist. Ich möchte zuerst sagen, ihr habt vollkommen recht, dass in Pakistan Leute sitzen, die einfach nur Likes verteilen. Meine Frage ist jedoch, dass Facebook doch ihr eigenes Werbeprogramm hat, das sie aggressiv pushen. Und in diesem Ad-Programm, diesem Werbeprogramm, wo Likes und Kommentare und Impressionen gekauft werden können. Würdet ihr solche Likes etc., die nicht wirklich fake sind, auch so betrachten? Was ist eure Ansicht dazu?
Nun, wenn man auf Facebook Anzeigen kauft, dann, was man eigentlich haben möchte, sind Fans für die eigene Seite, die tatsächlich in der Seite interessiert wird. Das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen dem bezahlten Likes, dem System mit den belagten Likes, die Leute, die dafür bezahlt werden, dass sie Dinge liken, die sie halt normalerweise nicht liken würden. Und ich denke, das ist der fundamentale Unterschied zwischen den beiden Programmen. Deshalb glaube ich, dieses eine ist unethisch und das andere ist nicht so unethisch. Das Problem ist, wenn man solche Clickworker kauft, dann hat man viele Seite in dieser Fanpage, die sich überhaupt nicht für dich interessieren, die verstehen deine Produkte nicht, sie gucken nicht auf deine Partei und dann sind kaufen diese Leute manchmal diesen Ads und die werden nochmal den Clickworkers gezeigt und sie gucken nicht darauf. Also sie verbrennen Geld mit diesem ganzen korrupten System. Hallo, danke, vielen Dank auch für die Arbeit, die in dieses Projekt geflossen ist. Meinem Verständnis nach unterminiert euer Ergebnis das Vertrauen in Facebook in generell. Ich würde nun erwarten, dass der Preis von Likes fällt und auch die Bezahlung von Clickworkern fällt. Habt ihr dazu irgendwelche Resultate? Die Arbeiten sind vor einer Woche veröffentlicht worden. Und was wir bis jetzt als einen Effekt gesehen haben, ist, dass Facebook Paid Likes für den Moment ausgeschlossen hat. Also eine Plattform ist weg. Aber ich glaube, da sind so viele da draußen. Ich meinte das Phänomen von bezahlten Likes im Generellen. Also der Wert eines Likes als Wert von Glaubwürdigkeit. Das fällt. Ja, deshalb kaufen Leute jetzt Instagram-Hubs. Also ja, das Like ist nicht mehr der heiße Scheiß. Und was wir auch gesehen haben in den Daten, dass die Likes für die Fanpages, die gingen deutlich runter und die Likes für Posts und Kommentare sind deutlich hochgegangen. Also wir sehen, da gibt es Verschiebungen. Und was wir auch sehen, die Facebook-Likes gehen seit 2016 ständig runter und was deutlich hochgeht, ist YouTube und Instagram. Und heute ist alles über Instagram. Hallo und vielen Dank für diesen faszinierenden Vortrag. Ich habe dieses ganze Thema schon für eine Weile verfolgt. Ich habe mich gewundert, ob ihr auch in die Demografien im Sinne von sozialer Klasse etc. von Clickworkern, die diese Likes kaufen, sondern auch die Käufer der Likes betrachtet. Besonders im Diskurs über das soziale Kapital in den Vereinigten Staaten, Lehrer, Kinder, die Likes kaufen, um beliebter zu scheinen als ihre Freunde oder andere Lehrer. Das wäre ein wirklich faszinierendes Feld, um sich zu betätigen. Es ist es wirklich ist und wir waren auch wirklich sehr von diesem Datensatz mit 90.000 Datenpunkten fasziniert. Und was relativ raus ist, wer kauft Likes, wer ist da drinne? Und das war machbar, aber um mehr in die Demografie zu kommen, müsste man einfach jede Seite anklicken müssen. Und das haben wir nicht gemacht. Was wir gemacht haben, natürlich, wir hatten ein Team mit 3 bis 10 Leuten und wir haben manuell darauf geguckt. Und was wir gesehen haben, dass auf Instagram und YouTube wir haben einige angerufen und sie waren wirklich da. Die haben mit einer Kinderstimme geantwortet, ja, ich habe Likes gekauft, ganz doofe Idee. Und man sieht wirklich, es geht weg von dieser
weg von Industrie und Autoherstellern und sowas. Und es geht mehr zu Instagram und zu Leuten, die Influencer sein möchten. Und ich muss zugeben, hier haben wir euch die politische Seite gezeigt, aber die politischen Likes waren ein ganz kleiner Teil in der Zahl. Und die große, große Mehrheit dieses Datensatzes ist über Heiratsplaner, Tätowierstudios und Influencer und YouTuber natürlich. Vielen Dank. Eine Frage aus dem Internet. Glauben Sie, das wird besser oder schlechter, wenn die Leute zu dezentralisierten Plattformen rübergehen? Ich glaube, wiederholt nochmal die Frage, ob das diese Sache schlimmer oder besser wird, wenn Leute zu dezentralisierten Plattformen gehen. Wir können auf die Slidersync, wir würden dezentralisierten Plattformen einen von diesen beiden Punkten ändern könnten. Und ich glaube nicht, weil sie können nicht dieses Interaktionsproblem lösen, dass Leute hyperaktiv werden können. Das ist einfach normal in sozialen Medien, dass ein kleiner Teil der Benutzer sehr viel aktiver ist als alle anderen. Das hat man auch, ohne dass man sie bezahlen muss. Also wenn soziale Medien repräsentativ für die Gesellschaft sind, dann hat man das einfach. Und das andere auch Authentizität in einer dezentralisierten Plattform, kann man mehrere Accounts haben, die von der gleichen Person betrieben werden. Hi. Wisst ihr, ob Facebook die gekauften Likes entfernt, wenn sie entdeckt werden? Nein. Wir wissen das nicht. Wir wissen, dass sie Fake-Accounts löschen, aber wir wissen nicht, ob sie auch die Likes löschen. Wir wissen von den Leuten, die wir angesprochen haben, dass sie die Clickworker nicht gelöscht haben. Ich habe eine Frage in Bezug auf ein in vier Facebook-Konten nur aktiv sind. Habt ihr einen Unterschied in Hinsicht auf das Alter der Konten entdeckt? Verändert sich die Rate aktiver Konten mit dem Alter der Konten? Ja, du fragst über die Dichte der Accounts in unseren IDs-Nummern. Ja, da gibt es Veränderungen mit der Zeit. Ich glaube, jetzt ist es weniger, als es früher war. Heute sind es weniger als vier, früher waren es mehr. Ich weiß nicht. Ihr habt aber nichts Besonderes, Spezifisches gefunden, dass jetzt 1 in 10 Konten nur noch wirklich existieren? Ist nicht so extrem. Ich muss sagen, wir haben das nicht explizit getestet, aber es gab keine besonderen Fälle. Es hat mit der Zeit sich geändert. Früher war es mehr, heute ist es weniger. Was wir getestet haben, ob eine ID tatsächlich zu einem Account korrespondiert und diese Metrik. Und es hat sich ja über die Zeit etwas verändert, aber nicht viel. Ja, danke für den interessanten Vortrag. Am Ende habt ihr Empfehlungen gegeben, wie man diese Metrik reparieren könnte. Und ich denke, es ist immer sehr gut, sehr nett, eine Metrik zu haben. Aber ich möchte die Frage aufwerfen, ob die quantifizierte Messung überhaupt das Richtige ist. Wenn man Möbel von Laden A kaufen möchte oder mit den Möbeln von Laden B vergleichen möchte, sollte man da wirklich auf die Likes zurückgreifen oder sich eher auf qualitative Kriterien konzentrieren? Ohne sich überhaupt auf Botfirmen zu konzentrieren. Und du kriegst all die Non-Trumpers like that und du kriegst all die Polarisation, right?
oder sich auf die Polarisierung, wie zum Beispiel bei den Trump-gefälschten Nachrichten, zu konzentrieren. Könntet ihr darüber überhaupt einen Kommentar angeben? Also ich denke, es ist eine gute Idee, die Likes zu verstecken. Aber wir haben zu vielen Clickworkern gesprochen und sie machen viele Sachen. Aber was sie auch machen, ist, sie schreiben Kommente oder machen Copy und Paste für Kommentare oder Amazon Reviews. Und ich denke, es ist sehr schwer, sie aus dem System rauszukriegen, selbst wenn die Likes nicht gezeigt werden und die Kommentare zählen, dann werdet ihr Leute haben, die Kommentare in der Comment-Sektion kopieren und einfügen. Die letzten drei Fragen jetzt, ganz schnell. Danke für die Einsichten. Ich habe eine Frage über den Ort der Benutzer. Könnt ihr das anhand der Metadaten der Konten verfolgen? Wisst ihr, wo die Follower herkommen? Wir können das nur analysieren, wenn die Benutzer es öffentlich geteilt haben und nicht alle machen das. Namen anzugucken ist häufig eine gute Sache, um zu sehen, wo jemand herkommt, aber es kommt immer darauf an, was der Benutzer selbst bereit ist zu teilen. Ist das nicht nur eine westliche Version des chinesischen Social Credit Systems? Wohin soll es führen? Ja, das ist die Dystopie dahinter. Nach dieser Forschung ist es für mich, ich habe meinen Facebook-Account vor ein oder zwei Jahren gelöscht, also das betrifft mich nicht mehr so viel. Aber ich bin auf Instagram geblieben und als ich all diese gekauften Likes und Follower und all diese Views auf YouTube gesehen haben, also diese Clickworker machen auch YouTube-Views, also sie müssen für 40 Sekunden auf dem Video bleiben. Das ist ganz lustig, sie gucken sich dann Techno an oder Rap und dann machen sie irgendwas anderes für 40 Sekunden. Und ja, es gibt diese Illusion über diese sozialen Netzwerkdinge und ich glaube, verlasst euch auf gar nichts. Wenn ihr den Content mögt, dann lest ihn euch durch, aber hinterlasst nichts. Das ist meine Folgerung aus der Forschung. Vor einigen Tagen hat The Independent berichtet, dass Facebook die Kamera benutzt, wenn man den Newsfeed liest. Kann man das im Kontext von Fake Accounts, der Detektion davon, benutzen? Ich weiß es nicht. Ich denke, dass es in diesem Beispiel war es wahrscheinlich ein Bug. Ich weiß es nicht, aber die Leute, die bei Facebook arbeiten, sind nicht alles Leute, die absichtlich sowas programmieren. Sie sagen, das war eine Art Bug von einem Update, das sie gemacht haben. Und die Frage ist, ob wir tatsächlich Fake-Accounts mit der Kamera erkennen können. Und das Problem ist, dass das aktuelle Gesichtserkennungstechnologie genug ist, um zu erkennen, dass du eine einzigartige Person gibst. Also es so viele Leute auf dem Planeten, es gibt bestimmt eine andere Person gibt, die das gleiche Gesicht haben. Das neue iPhone hat auch eine viel bessere Version von diesem Technologie. Aber sie sagen, es gibt eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu irgendwas, dass es eine andere Person gibt, die dein Telefon entsperren kann. Insofern glaube ich nicht, dass man damit zeigen kann, dass es genau eine Person ist. Dies war die Übersetzung von Florian, Oliver und Felix. Ihr könnt uns gerne Feedback über Twitter geben unter dem Hashtag C3T oder durch das Mail an hello@c3lingo.org. Vielen Dank.
Mhm.